Willkommen zurück zu Ahead in Time. Wir fangen die Folge damit an, dass wir direkt das letzte, den letzten Anstecker kaufen, der uns noch fehlt. Wir haben jetzt schon über 1000, also haben wir genug. Und da müssen wir uns nie wieder Sorgen machen um das Geld. Würde ich jetzt gerne sagen. Aber es fehlen noch einiges an Outfits, die wir alle noch im Yakuza Metro DLC kaufen müssen. Und ja, Nuschelanstecker. Mit verstopften Ohren nuscheln plötzlich alle. Was bedeutet das? Weiß ich selber nicht. Aber schauen wir uns das einfach mal an. Hallo? Okay. Reden die alle einfach komisch oder wie ist das? Ey, du rede mal. Oder vielleicht nur die Leute, die eine Textbox haben? Ich weiß nicht, aber. Ja. Du vielleicht? Aha. Okay, ja, die reden einfach alle komisch. So, so ein bisschen. So ganz leicht, so ein bisschen Banjo Kazooie-mäßig. Die da alle auch nur so Geräusche machen. Ja, ist ganz lustig, aber naja. Naja, ne? Okay, da sind wir wieder. Na komm, Sprit tot. What do you want? Ich wollte gerne ein neues Level hier. Und zwar, wisst ihr was? Ich würde sagen, das Zeitriss sparen wir uns für gleich auf. Ich habe eher Lust auf das Level hier unten. Denn hier unten haben wir das große Volksmusikfest. Ja, die große Parade. Aber sieht aus, als hättest du eine Anhängerschaft. Also mehr als so 10 Vögel. Diese dämlichen Eulen folgen dir überall hin. Vielleicht kannst du sie durch Kreisen beschäftigen. Wie viele Eulen sind denn das? Das sind aber einige mehr als vorher. Einige mehr. Okay, aber scheinbar ist es ansonsten die gleiche Herausforderung, gleiches Level. Nur, dass halt viel, viel mehr Dinger hinter mir sind. Und ich nicht den gleichen Weg immer hin und her gehen darf, wahrscheinlich. Habe ich recht, DJ? Hello. Hello. Okay, du sagst immer das Gleiche. So, unser Outfit. Parade-Outfit. Und ich habe das Gefühl, dass wir das Parade-Outfit hier freischalten könnten. Würde zumindest Sinn machen, wenn das der Fall wäre. Da haben wir bisher mit anderen Level auch bekommen, immer. Okay, und los geht's! Ich habe vergessen, was ich machen muss. Wow! Wie viele sind das bitte? Ich kann da stehen, cool. Okay, wo muss ich lang? Da hinten muss ich lang, okay. Also ja, wie gesagt, es ist immer noch das gleiche Level. Nur sind auf einmal viel mehr Leute hier hinter mir her. So, gut, dass ich den Hut wechseln kann. Weil der ist gerade nicht hilfreich. Schaut mal, wie viele das sind. Boah. Meine ganzen Abonnenten. Nein, nicht wirklich. Okay, komm, skip. Nicht wichtig. Und ich falle ins Tiefe. Oh, doch nicht. Nice. Irgendeine Statue, die da rumlag, hat mich gerettet. Okay, wo muss ich lang? Ich muss Dinger reparieren. Stimmt, da war ja was. Ja, das war auf jeden Fall eigentlich eine coole, ein cooles Level im Base Game, sag ich mal. Hat mir auf jeden Fall gefallen. So. Muss ich jetzt mal alles reparieren. Also halt immer überall dorthin, wo es so mit so einem gelben Symbol leuchtet. Ich denke mal nicht, dass ich noch woanders lang muss. Aber kann sein, dass ich doch muss. Ich weiß nicht. Dong. Oh, fine. Okay, der Typ in der Mitte hat noch so ein Ding. Aber brauche ich das überhaupt? Das komme ich sowieso nicht in die Mitte. Oder? Oder? Es ist sowieso weg. Verdammt. Ah, verdammt. Sehr schlecht. Abwarten. Ich glaube, jetzt muss ich einfach abwarten. Es zeigt keinen Fall irgendwo hin. Es zählt keine Symbole. Ich glaube, jetzt gerade nichts zu tun. Chill hier ein bisschen mit der Mucke. Boah, die sind schon. Die sind noch hier? Hier war ich doch gerade erst vor einer Minute. Die sind hier immer noch. Wie viele Vögel sind das bitte? Oh, vielleicht dahin? Nein. Ich falle ins Nichts. Okay, ich kann hier stehen. So ein bisschen.
So. Ich mal bitte auf die Line. Ich sehe nichts. Bitte lass mich da landen. Danke, Spiel, dass ich nichts sehen konnte. Egal, ignorieren wir das. Schaffen wir das mit einem Leben? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ich jetzt schnell irgendwo nochmal ein HP abfinden würde. Vor allem, weil ich jetzt gerade abgeschossen werde, wie ich merke. What the hell? Oder ist das hier ganze... Die ganze Chance ohne ein HP ab? Ein einziges. Kein einziges geht hier. Ich weiß nicht, könnte ja sein. Bye bye. Oder irgendwie sowas. Hä? Habt ihr das gesehen? Bug? Keine Ahnung. Ihr droppt mir nichts. Sollten wir alle nichts droppen. Find's gut, wie schnell ich bin. Die Dinger, also die Vögel kommen gar nicht mehr hinterher. Ich kann mal langsam gehen. Ah, nein, doch nicht. Die sind direkt hinter mir. Sind wirklich noch direkt hinter mir. Das habe ich verpasst. Okay, keine Ahnung, ob es überhaupt wichtig ist. Ich glaube, jetzt muss ich gerade einfach nur überleben. Und das sollte ja easy peasy möglich sein. Ich sterbe. Ich sehe nichts. Oh nein, nicht schon wieder. Ich habe es geschafft, aber... Wo lande ich? Hallo? Spiel! Oh, wow! Ich habe nichts... Dumm, ey. Jetzt muss ich alles neu machen. Wo ist es richtig? Ich hab's geschafft. Get ready. Oh, da habt ihr gesehen, da war eine Token, die wir gleich einsammeln müssen, auf jeden Fall. Aber ja, ich hab gemerkt, die Dinger, die Köpfe da, diese Symbole von dem Dude. Oh, ich bin tot. Hallo, hallo, hallo. Hä, ich konnte mich nicht bewegen. Ach, come on. Ich wollte sagen, diese Köpfe von dem Dude, die heilen. Die geben ein Leben. Okay, jetzt darf ich nicht sterben. Wo bin ich? Ich wette, jetzt sterbe ich wieder. Das größte Problem an dem Level ist wirklich einfach das Ende. Weil du wirst die ganze Zeit von... nein, 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 nein. Nein! Okay. Also das Level ist wirklich nicht schwer. Das Schwerste ist wirklich nur das Ende des Levels. Seid am besten, wenn ihr alles fertig gemacht habt und die Raketen kommen, seid am besten schon auf dem Weg irgendwie. Also rennt im Kreis herum und seid ready, das Ding hier einzusammeln. Bitte sagt mir, ich habe alle Challenges geschafft. Na, ich habe gar nichts geschafft. Ey, was waren die Challenges? Die Preisverleihung. Ey, ohne Witz, jetzt habe ich richtig Angst. Was ist bitte die blöde Challenge hier? Ich will das nicht nochmal machen. Ich habe das jetzt viel zu oft gemacht. Unnötigerweise, weil es eigentlich mega einfach ist. Renne nicht in die Expressbahn-Band hinein. Was? In die Expressband? Ach so. Also lass dich nicht von den Eulen treffen. Und lasse keine Tokens von DJ Bruce ablaufen. Was? Oh, das ist schwierig. Wisst ihr, Leute? Ich brauche mal kurz ein bisschen Ruhe und Frieden. Das wurde mir nämlich schon die ganze Zeit empfohlen. Jemand ist hier, um zu helfen. Ja. Wenn man ein Level ein paar Mal verkackt hat, Leben ist schwer, Leben ist stressig. Dann kann man hier ruhen und Frieden. Ein bisschen den Snackdance machen. Und wenn das dann durch sind, ich muss niemals was beweisen. Das große Volksfest. Soll ich diesen Todesrutsch etwa leichter machen? Man kann für Geld das leichter machen, aber, also es zählt dann auch als abgeschlossen, aber man sieht auf der Overworld dann so ein Icon, dass das mit Ruhen und Frieden-Modus angeschafft wurde. Also basically, man wird die ganze Zeit Highlights drüber geschmissen und sowas halt. Auf jeden Fall macht's einfacher. Ich sag aber erstmal nur, ich wollte nur ein bisschen tanzen. Keine Sorge, denk an mich, wenn Dinge hitzig werden. Ja, also das obere, renn nicht in die Expressband hinein, das krieg ich hin. Aber lass keine Tokens von DJ Groove ablaufen. Das ist verdammt schwer. Aber okay, dann sind jetzt die Tokens, diese Gesichter, die einen heilen. Das Einzige, was sie heilen, diesen Modus übrigens. Ist das jetzt neue Priorität? Ja, das ist jetzt meine Priorität. Darauf werde ich jetzt aufpassen.
dass ich die jetzt allererstes einsammle, bevor ich irgendwelche Knöpfe oder sonst was aktiviere. Und ja. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Der Hut wird automatisch gewechselt, ist mir nicht aufgefallen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es ja nicht schwer. Die Challenge ist aber schwer. So, das erste spawnt immer hier drüben. Zumindest war es bei mir immer so. Und ich habe jetzt schon mehr als 5 Mal oder so versucht. Weil ich immer am Ende gestorben bin. Da hinten ist es. Okay. Also ja, das könnte schwierig werden. Aber es sollte nicht schwierig sein eigentlich. Vor allem ganz am Anfang ist noch gar nichts los. Und hör, wie sie sich da rumteleportieren. What the hell? Boah, seht ihr, wie schnell das runtergeht? Da muss man sich wirklich aber eilen. Na komm. Schnell geht's hinter mir. Ja, ich sehe doch immer diesen Herzeffekt. Oh nein, das ist sehr schlecht. Ich falle in der Luft. So, und statt dass ich mich auf die Buttons konzentriere, konzentriere ich mich jetzt auf die Gesichter. Da. Verdammt. Ist nicht so schlimm. Diese Challenge wird vor allem später schwer. Wo. Oh, das ist schlecht. Ich muss irgendwo klettern. Oh. Vor allem später schwer, wo alles unter Strom steht. Jetzt mal ohne Witz. Wie viele von den Dingern spawnen eigentlich? Gibt es da eine bestimmte Anzahl oder spawnen die einfach unendlich? Und ich muss einfach nur super, super schnell sein, um das alles hier zu schaffen. Okay, zumindest spawnen direkt in dem Knopf. Also mache ich nebenbei noch eine Sache, die ich machen soll. Frag mich nicht, was da gerade los war. Ich weiß es nicht. Oh, verdammt. Okay, ja, aber ihr seht's ja, ich bin ja die ganze Zeit nur unterwegs, diese Tokens einzusammeln und ich komme gar nicht dazu, hier einen dieser Knöpfe zu aktivieren. Okay, jetzt gerade. Und jetzt ist es schon zu spät. Ja, ich muss aber den Knopf aktivieren. Hier ist so eine einsame Ecke, hier komme ich nicht wieder zurück. Wahrscheinlich. Also ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist eine harte Nuss, die Dinger mal einzusammeln. Boah. Okay, da renne ich jetzt hin. Ich muss sowieso in die Richtung. Also so schlecht ist jetzt auch nicht. So, Knopf gedrückt. Oh nein, in der Luft. Ich bin in der Luft. Nein, 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 nein. Man verliert komplettes Momentum, wenn man in der Luft ist. Alles. Das ist sehr böse. Und ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Still. Ja, komm, lass dich treffen. Damit zumindest das Ding ein jetzt. Knappes Ding, ey. Ah, hallo! Oh, Mann, ey. Sorry fürs Rumschreien, aber. What the hell war das gerade? Okay, ich muss da rüber. Chill, 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 chill. Okay. Neues, kein neues Gesicht da. Ich hoffe, ich habe auch keins verpasst, aber ich denke nicht. Haben die mich nicht die Eulen einmal getroffen? Nee, oder? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe nicht darauf geachtet. Das mache ich einfach, wenn es passiert ist, oder wenn es passieren sollte, mache ich es einfach offscreen nach, weil das ist halt nicht schwer. Lass dich einfach nicht von deinen Eulen treffen. So. Es ist zwar super viele und manchmal siehst du sie nochmal wieder unterwegs. Achtung, jetzt irgendwo safe stehen bleiben. Jetzt ist die Zeit vorbei. Genau. Okay. Nächstes Gesicht. Wow. Kommt ein Gesicht? Ich achte auf das Icon. Ich sehe aber noch nichts. Doch, jetzt sehe ich was. Okay. Not bad. Musst du kurz warten, ja? 2, 1. Okay, geschafft. Jetzt soll ich mit denen hier schnell. Ab jetzt wird es richtig schwer. Klar sind die Knöpfe einfacher zu erreichen. Okay. Wie gesagt, das mache ich einfach ausgehen. Klar sind die Knöpfe jetzt einfacher zu erreichen und so, aber. Jetzt werden wir abgeschossen und es wird generell einfach nur noch stressig ab jetzt. Oh, come on. Was? Wo ist der? Wo ist der? Da war ich doch gerade. Von da kam ich doch. Ja, und schmeißen halt direkt in die Eulen rein. Das ist aber auch sehr schlau, Spiel. Wehe, das nächste Ding kommt. Das ist ja nervig, oder? Ihr seht das gerade selber, ne? Ihr seht das gerade alle. Ihr seht das alle, ja? Ich muss jetzt weiter. Es darf keins mehr spawnen. Aber noch spawnt keins. Oh, ernsthaft?
Und das ist vor allem wieder an der exakt gleichen Stelle, ne? Ist das irgendwie verbuggt? Kann ich es überhaupt noch schaffen? Ich will einen Knopf, damit ich das Spiel progressen kann, damit ich gewinnen kann. Ja, ich... Wo soll ich lang? Okay, jetzt ist er hinten gespawnt, weil ich jetzt weil ich lang genug geblieben bin. Okay, vielleicht bin ich einfach zu schnell abgehauen? Wait. What the hell? Wo soll ich bitte lang? Hä? Was hat mich getroffen? Was hat mich da gerade getroffen? Oh, die Funken hatten mich fast erwischt. Und es ist schon wieder das Ding. Es ist schon wieder das gottverdammte Ding hier. Boah, das ist echt schwer. Ich will doch einfach nur den Knopf da hinten drücken können. Ich lasse mich hier hoch. Okay, oder fall halt einfach komplett ins Leere. Ich riskier's. Hallo? Hallo? Ich kann nichts machen! Ist egal, ich krieg ein Leben dazu. Und hier genauso. Okay, wir sind durch. Also, nicht ganz wirklich, aber wir sind fast durch. Jetzt aufpassen, nur noch die Köpfe. Nur noch die Gesichter einsammeln, mehr nicht. Mehr passiert nicht mehr. Und immer die Raketen ausweichen, sehr wichtig. Ich glaube, es spawnen keine mehr, oder? Ja, ich glaube, am Ende kommen nichts mehr. Keine Heilung. Sollen sie mir recht sein. Okay, kurz safe stehen. Okay, und jetzt sind wir durch. Boah, das war... Boah, das war richtig Hammer. Okay, bis gleich, wenn ich das andere eben gesagt habe. Eieiei. Das hat mal wieder ein paar Tries gebraucht, aber auch nur, weil wenn man alles geschafft hat, auf einmal sich die Kamera komplett in die andere Richtung umdreht und... Ja, ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert ist. Okay. Snatcher-Münzen im Kampf der Vögel. Finde eine Snatcher-Münze im Kampf der Vögel. 2 Münzen, 3 Münzen. Wolltest du den Dings hast, sollte das ein Klacks sein. Ja, den Anschlag haben wir auf jeden Fall. Machen wir das als nächstes. Und dann würde ich sagen, dass wir die restlichen Level, also Cytrus, der andere Film hier und das Boss-Level, ja, beim nächsten Mal dann machen. Tatsächlich habe ich nachgeschaut, also nicht genau, was die Level noch kommen werden, sondern nur, wie viele pro Welt noch kommen. Und tatsächlich hat Mafiaton die meisten Level gehabt, die anderen Welten haben alle so 4 Level oder so. Ja, das ist krass. Okay, also. Wir haben jetzt die Fackel an. Und ganz ehrlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir suchen sollen. Ich gehe einfach mal in die Deadbird Studio und denke mal, dass die meisten sich hier befinden werden. Vielleicht so eins hier, eins bei dem einen Film und das eine bei dem anderen Film. So können wir am besten vorstellen. Wir schauen einfach mal, würde ich sagen. Wir schauen mal. Oh, nach oben. Hier oben ist es irgendwo. Aber nicht bei dem Fahrstuhl hier, oder? Oh, oh, Stick driftet. Okay, es ist direkt rüber mir. Das heißt, wir klettern hier hoch. Hier war ja ein Zeitrift. Das haben wir aber schon gemacht. Wait, wo ist es denn dann? Hier? Da oben ist es! Okay, eins habe ich. Jetzt zeigt er mir noch weiter irgendeine Richtung an. Oh, da ist noch was. Schaut mal. Hä? Okay, perfekt gelandet. Ist das nur ein Stück Wolle? Ja, ist ein Stück Wolle. Ist nicht wichtig. Aber hier, wenn ich stehen bleibe, zeigt er noch mal einen roten Pfeil in die Richtung. Bin mir zwar nicht sicher, was das genau bedeutet, aber ich gehe nochmal noch weiter lang. Vielleicht ist ja tatsächlich noch eine zweite Münze hier in dem Level. Auch wenn ich es nicht glaube. Okay, da oben? Hier, wo wir nie lang gegangen sind? Was ist denn hier überhaupt? Hier oben. Okay, auf dem Ding kann ich leider nicht nachchecken. Das bin ich gesehen. Noch weiter hoch. Okay. Oh, das ist eine Truhe. Ach so, der zeigt mir jetzt nur die Truhe an. Hier ist nichts mehr in dem Level. Egal, haben wir die auch zumindest mal gefunden, ne? Haben wir die auch mal gefunden. Mit dem Token drin. Ja, ja, der zeigt mir noch dieses andere Ding an. Weil ich kann es aber schnell holen, ne? Warum nicht? Ich habe ja alle Zeit der Welt.
Ich gehe das andere Ding auch mal schnell holen. Tappel, 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 tappel. Ja, hier hinten war noch eins. Daran kann ich mich erinnern. Hier, wir chillen hier kurz. Da, da ist eine Kiste. Die holen wir uns noch. Warum nicht? Die ist mir gerade eingefallen von... Ich glaube sogar letzte Folge. Da kommt man nämlich von der anderen Seite hin. Also hier sind die Gläser überall, aber da hinten ist kein Glas. Das kann ich euch nochmal genauer zeigen, wenn ich hier mal durch kann endlich. So. Das haben wir nicht gesehen. Du darfst zu lügen. Lügen darf man nicht. So, hier lang. Genau. Aber da vorbei. Easy peasy. Und wir sind durch, ne? Mehr gibt's ja nicht. Ah, weiß nicht, da zeigt noch eins an. Außer es ist nur ein Wollknoll. Da oben ist noch eins. Seht ihr das? Das ist eine Kiste. Wie kommen wir denn da hoch? Wie kommen wir denn hier denn hoch? Hm? Wait. Soll ich ganz nach oben klettern von hier aus? Ah, ja, wirklich. Hier oben ist noch eine Kiste. Wow. Okay. Und jetzt passiert euch nichts mehr. Ich hab alle Risk-Tokens. Yay! Ich bin mal just so fun einfach mal in Mafia Town reingegangen. Hier ist übrigens ein Sticker. Cool. Und ja, mir ist der rote Pfeil aufgefallen. Vorhin war da übrigens Rainbow-farbig. Weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr ist. Aber ja, jetzt ist es nicht mehr. Und ich meine, wenn wir schon mal dabei sind, können wir schon mal alle Risk-Tokens hier einsammeln. Und wahrscheinlich ist das Ding, was mir gefehlt hat, irgendwo hier oben. Tatsache, einfach hier oben, also diesen Parcours nochmal neu machen, in irgendeinem Level, wo man ihn nicht zwingend machen muss. Also, basically am Tag. Und da wartet hier oben, wenn normalerweise die Hourglasses, ein Risk-Token auf einen. Und ich glaube, nee, es gibt noch eins jetzt. Der zeigt nochmal nach... Okay, er zeigt nach oben. Dann werde ich mal davon ausgehen, dass ich mich nach oben schießen muss. Spiel? Hallo? Wait, oder? Vielleicht zeigt doch jetzt einen anderen an. Vielleicht sind ja noch zwei verschiedene. Okay, warte, dann gehe ich erst mal runter, weil jetzt den der anzeigt. Noch weiter runter. Kann ich überhaupt noch weiter runter? Was? Habe ich das nie aufgemacht? Doch. Oder? Warte, hier ist so ganz viele Pfeile. Ist hier noch irgendwas, was ich verpasst habe? Oh, oh! What? Hier war ich noch nie? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wann wird bitte in diesem Spiel das Krabbeln benutzt? Wirklich nur in Mafia Town. Und selbst da nur zweimal. Einmal hier und einmal irgendwo noch an einer anderen Stelle mit einem Risk-Token. Jetzt sagt er mich wieder zwei verschiedene an. Eins da ganz unten und eins oben. Dann mach ich erstmal die unteren, I guess. Weil ich schon mal hier unten bin. Aber das schockiert mich jetzt. Ich war mir sehr sicher, dass ich das geholt habe. Naja, was soll's. Hör, wann ist hier die Kiste? Aber bitte sagt mir nicht, hier sind verschiedene. Je nachdem, ob ich hier am Tag oder in der Nacht bin. Ich werde noch gleich mal nachschauen, ob über Nacht in dieser Nachtform von diesem Level noch irgendwas ist, aber ich hoffe einfach mal nicht. Okay, jetzt zeig nach oben, dann schießen wir uns mal nach oben. Piu! Von da oben kann man auch nicht mehr runter. Wieso wollte ich das als letztes machen? Weil ich nicht weiß, ob das noch geht. Warte, soll das heißen da drin? Der zeigt da rein. Also entweder ich muss da jetzt rein. In einem anderen Level halt, oder ist es hier hinten? Achso, hier ist es! Ah, leuchtet in dem Ding. Cool. Und ich glaube, wenn ich jetzt stehen bleibe, zeigt dann nichts mehr an. Haben wir somit alle? Ich schau mal nach, ob ich in den anderen Leveln von Mafia Town noch irgendwas finde. Und dann suchen wir gleich nochmal die restlichen zwei von Deadbeat Studio. Aua! Ja, hier in diesem Level seht ihr. Sind noch so Ringbogen-Dinger. Ich glaube, die Ringbogen-Dinger bedeuten einfach nur, dass es mehrere gibt. Und wenn er rot wird, hat er sich auf eins gelockt. Dann hat er sich mehr oder weniger auf eins entschieden. Ich kann das nicht cheaten?
Doch. Doch, ich kann das cheaten. Schön. Das soll ich auch hoffen, Mann, ja? Doch keine Lust, das einfach nochmal zu machen. Ich speedrun hier nur durch. Du hast nichts Neues mehr. I have nothing left to sell. Please visit me another time. I have nothing left to sell, würde er jetzt wohl mal sagen. Okay, unter mir ist was. Über mir nicht. Hallo? Kokiri Forest hier? Kann ich bitte durch? Oder ich flieg einfach? Cool. Ist hier drinne was? Nee. Der will er sich zurück. Hä? Unten? Man kann ihn nirgends nach unten. Oh wow, hier muss man auch krabbeln. Und. Hä? Hier ist ein Sticker. Ich meine, wenn ich sie finde, die Sticker, dann sammle ich sie auch ein, aber. Ja, weiß nicht. Oh, zu dem Zeitpunkt hatten wir den Eishut gar nicht. Hier unten ist ein komplett neues Areal. Schaut mal, hier waren wir noch nie. Ja, das ist hier irgendwo in der Nähe. Oh, hier ist noch ein Sticker. Oh. Deliziös oder sowas. Hier ist eins davon. Okay, mega einfach. Ach, das, ach, hier sind nur zwei. Das war das eine und das andere ist irgendwo woanders. Hallo? Hier hoch? Gibt's hier Jump'n'Run? Irgendwas? Ne, hier wäre nur der Raum dafür. Hm? Wait, wer ist hier nicht? Okay, warte mal. Das heißt wirklich, das hier war nur für das eine Ding? Ja, der zeigt jetzt... Hier hin? Das Ding hier? Der zeigt dort lang. Warte, warte, warte. Das heißt, er zeigt hier in diesem Raum. Warte, das schieben wir kurz. Warte, das gehen wir schon hin. Warte, das gehen wir schon hin. Aber ich hab's doch vorhin geschafft. Wieso geht's denn jetzt auf einmal nicht mehr? Geht er halt nicht. Wait, kann ich da rein? Ich kann hier rein. Oh. Warte, brauche ich es gar nicht machen. Das letzte Ding ist hier auf der Toilette? Wie habe ich das nie gesehen? Ich war doch literally schon mal hier, oder? Also ich meine, ich war hier schon mal auf dieser Toilette, oder? Mafia? Küken? Heini? Okay. Machst du mal dein Ding? Kann ich da oben rüber schauen? Hihi, bisschen gucken? Bisschen gucken? Gucken? Was macht ihr da? Okay, dann egal. Aha! Fliehender Fall bedeutet Snatcher Coin. Der zeigt dort in die Richtung. Ja, ja, das haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Das kann man sich scheinbar auch in der Challenge von Snatcher selber holen, bei Deathwish. Was ich interessant finde. Warte, bist du schon dran vorbei? Ich bin schon dran vorbei. Es ist hier unten. Irgendwo. Kann ich es hier erkennen? Oben? Ach, hier. Ja, nett. Zugsause werden wir auch beim nächsten Mal in Deathwish machen. Aber jetzt sollen wir erstmal. Sollen wir erstmal hier drüben irgendwo eine Coin? Das soll hier direkt rechts neben mir sein. Vielleicht da hoch? Warte, kann ich überhaupt da hoch? Nee. Ja, aber er sagt da lang. Und wenn ich hier reingehe, was passiert dann? Wo sagt er dann? Er sagt auf jeden Fall, es ist hier in diesem Level, aber es ist irgendwo draußen, irgendwo rechts oder so. Vielleicht erst, wenn ich das Level selber aktiviere. Was passiert jetzt? Immer noch rechts. Das heißt, die ganze Zeit in die gleiche rechte Richtung. Seht ihr? Ich mach mal schauen. Nee, das kommt. Ah, warte mal. Wir können damit hier diesen Ort malen, oder? Da oben! Okay, ich weiß wie. Wir wollen erstmal hier hoch. Von hier oben dann da hoch. Und dann sind wir durch. Mal gucken, gibt's noch irgendwas? Nö, wir sind fertig. Okay, damit sind wir damit fertig. Und kriegen als Belohnung
den Detektivhut. Oh, Outfit? Ach, das ganze Outfit sogar direkt. Jaha, schick, schick. Gefällt mir. Warte, wie sieht das aus mit dem Dino? Oh, schade.